Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay Minecraft Dragorolia. Ja, mit der neuen Version. 1.15 ist heute draus und ich bin richtig glücklich, dass sie einen Tag zu früh waren. Ist mir egal, aber das ist schon hart. Schon ein bisschen hart. So, wir schauen mal meinem Kumpel Zuckerpro 04 ins Haus. Oh, ein Troll. Oh, von wem ist der Troll? Keine Ahnung. Er hat sich hier gemütlich gemacht, direkt neben meinem Haus. Wir wohnen zusammen, machen einen Pferdehof oder Ponyhof. Und ein Piratenschiff dort, ein Leuchtturm. Ja, und im Let's Play werde ich hier das Haus bauen. Wir müssen das Equip rausnehmen wieder. So, er hat mir diese Schaufel geschenkt. Und, ich habe kein Essen. Doch, das Essen ist hier. Ja, was hat er noch geschenkt? Ah ja, die Kiste. Voll cool. Danke sehr. Das kann ich gebrauchen. Eine Kiste. Mit dem armen Drago, der nichts hat. Noch nicht viel. Ach, die Bienen sind so süß. Also, gehen wir mal kurz zum Spawn. Hier haben wir schon mal den Spawn ein bisschen eingerichtet. Das ist noch der kleine Spawn. Aber wir haben ihn schon. So. Und in der Farmwelt haben wir sozusagen auch einen kleinen Spawn. Wir sind sowas von extremst eingerichtet schon. Der Server ist schon so gigantisch, dass wir kaum da irgendwie noch etwas machen müssen. Also für alle Leute, die auf den Server wollen, ja, schickt mir einfach eine Bewerbung an dracobasler@gmail.com, damit ich einfach ein bisschen sehe, wer gibt sich Mühe. Kurz eine Bewerbung zu schreiben, muss nur 2-3 Sätze sein. Aber vor allem ist wichtig, wie alt ihr seid, wie lange ihr schon Minecraft spielt und euer Minecraft-Name, damit ich euch weitlisten kann. So, da haben wir ein paar Blumen. Nehmen wir doch mal die Hälfte mit. Jetzt auf jeden Fall noch Schweine. Wenn doch gleich noch die Maiglöckchen sind, nehmen wir die auch noch kurz mit. Aber mehr sollten wir im Inventar halt auch nicht Platz haben. Ich weiß nicht, wie es heißt. Dass wenn man dann so ein extra Backpack hat, falls man voll ist, dass man noch ein paar Items einsammeln kann. Aber das sollten wir dann auch noch installieren, dass ihr einfach ein bisschen mehr Platz habt. Weil wir wissen, dass es einfach immer zu wenig Platz im Winter hat. Jo, eben der Zocker Pro ist der Erste, das ist sozusagen der Techniker, der Plugin installiert und so. Wenn ihr Fragen über Plugins habt oder Vorschläge, am besten an ihn wenden. Dann kommt sicher noch Slappy Bummer und eventuell Leo. Germany LP. Also ich habe einfach mal nachgefragt, ob sie haben noch nicht geantwortet. Und eventuell kommen noch vom letzten Jahr die Leute. Aber die müssen auch zuerst aufmerksam werden auf mich. Ist halt schwer, oder? Es ist so viel los im Internet, dann hat man nicht immer so die Verbindung zu den Kollegen. Ich habe jetzt auch erst kürzlich einen nicht gemerkt, dass er wieder Let's Playt und war schon ein bisschen schuldig auf ihn. Ist so. Heutzutage ist einfach viel los. So, wir brauchen ein paar Leder. Ist wichtig für den Zaubertisch und Bücherregale. Aber auch noch ein bisschen Fleisch. Falls ihr irgendwo in der Farmwelt oder so zu wenig Tiere habt, wir können ein bisschen spawnen. Weil wir wissen nicht, wie man jetzt die Grundeinstellungen so erhöht. Ein Esel und ein kleines
Wie heißen die kleinen Esel? Ach, wie süß. Hallo? Zeig dich mal von der Seite. Ja, und umdrehen musst du dich nicht. Ah. Ja, ist leider AFK, aber. Okay, hier ist ein Sunflower Plains. Okay, da hat es auch Tulpen. Seit neuestem, glaube ich. Also ich habe sie sonst nie gesehen. Ja, doch schon. Sunflower Plains haben eigentlich auch Tulpen, stimmt. Jo. Also der Rollenspiel-Server, der ist eben wirklich frei. Also wir sind ja jetzt momentan in der Farmwelt. Da dürft ihr ohne Probleme alles abbauen, was ihr wollt. Außer natürlich der Spawn-Schutz nicht. Man könnt ihr sowieso nicht abbauen, wenn ihr nicht OP habt. Aber auch für die OPs bitte nicht abbauen. Und ja, wir haben ja eben viel Rollenspiel vor. Jetzt können wir natürlich noch nicht so viel Rollenspiel machen. Würde ja gerne, aber was soll ich jetzt groß erzählen und Geschichte ausdenken? Wir machen auf jeden Fall immer wieder die Adventure Map. Also die World-Welt, also weiter. Nicht natürlich immer wieder neu beginnen, das ist natürlich eher langweilig. Aber ich tue ja nicht täglich jetzt immer wieder weiter an der Adventure Map machen. Ich habe eine ganz gute Geschichte ausgesucht. Und ja, erzählt so ein bisschen ein paar Geschichten. Ja, es geht nicht nur über Drachen, es geht eigentlich sehr wenig um Drachen. Okay, später dann auch mehr. Zuerst wollen wir mal die Story so richtig beginnen lassen, oder? Also mit anderen Dingen. So. Ja, wir suchen gerade irgendwie Dorf oder so. Alles, was so an der Oberfläche ist, der Tempel. Aber ein Dorf wäre nicht schlecht jetzt. Aber hier haben wir mal eine Tiger, hä? Ja, der Platz schwindet schon leider. Ich brauche einfach die anderen Früchte und so. Gemüse. Ja, wir sind natürlich schon ein bisschen anders als die Zocker, die da sofort Diamanten suchen und so. Das ist einfach auch wegen dem Rollenspiel. Ich würde jetzt auch eher wollen Diamanten suchen. Aber für eine Aufnahme ist es besser, wenn man jetzt nicht direkt Diamanten hat und alles Mögliche. Also, würde ja gerne schon. Ein bisschen gemütlicher alles machen. So, die Nacht haben wir kurz mal übersprungen. Wir kämpfen dann später gegen Monster. Sie sind schon ein bisschen zu schwer noch für mich. Also, ich bin ja einer, der nicht so gerne Schaden bekommt. Jetzt eigentlich hätte ich nicht so viel Lust. Kann man die rechts klicken eigentlich? Also, die kenne ich gar noch nicht, die Büsche, weil ich ja 1.14 nicht viel gespielt habe. Ja, rechts klicken. Okay. Verstehe. Au, 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 au. Die machen Aua. Die haben Stacheln. So, jetzt müssen wir eigentlich nur einen Fuchs finden. Ach du dummes Angsthasenhuhn. So, mal kurz schauen. 10 Minuten. Joa. Wir können ja jetzt langsam auch das Haus bauen. Naja, Schwarzeichenholz wollte ich ja suchen, genau. Kann man die irgendwie craften, dass man hier was ist das Buch hier? Ob
Okay, zeigt nicht an, wie man das macht, dass man Büsche. Ah ja, mit Sägetouch abbauen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ah, Kühe, genau. Kühe brauchen wir noch. Stimmt. Wieso gibt es kein gutes Faustschlagsystem in Minecraft? Das ist wichtig. Am Anfang stärkere Faust als das Eisenschwert. So, halt wieder mit der Stärktaste rennen. Mob Griefing, okay. Ist es noch nicht eingestellt gewesen? Ja, ist auch schwierig. Aha. Oh, blaues Bett. Meins. Meins, 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 meins. 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 Ich finde das geil. Ha, alle Betten sind meins. Ihr dürft nicht mehr schlafen. Nee, 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 nee. Oh. Große Fahne. Ah, das sind nicht diese Bottiche da, diese Teile. Habe ich da die Kerne? Ja. Nehme ich trotzdem mit. Ja. Trotzdem mit. So. Haben wir hier alle Lagerfeuer? Nein, die kann man auch nicht abbauen. Die müssen wir craften, aber ja, wir haben ja Kohle. Okay. Shit. Oh, Katzen. Für mich geben die Glück. Zur Info. Ja, und jetzt? Lieber Brot aus Kohle. Kohle braucht kein Mensch. Aua. Vergesse immer, dass die Aua machen. Das sind Kürbisse alle, hä? Ja, leider habe ich die Minimap nicht mehr. Aua, Mann. Das ist so doof gemacht. Wenn man durch einen Strauch läuft, bekommt man auch nicht so viel Schaden über. Kopfkratz. Ja, komm, fahren können wir fahren, wenn man sie braucht. Ist fertig mit dem Dorf? Kann man echt diese Lagerfeuer nicht mehr mitnehmen? Ja, okay, das ist nicht so realistisch, aber gut. Die Glocke lasse ich im Dorf, falls jemand noch machen will. Ha, ich bin Oberpro und nehme alle Schmelzofen mit, damit ich schneller schmelzen kann. Ja, die verschiedenen Sachen sind natürlich schon gerne ein bisschen benutzt. Das ist komplizierter, aber nicht, also einfach schneller. Okay. Gut. War toll. Ja, machen wir mal den Baum hier weg. So. Und den Baum hier auch mal. Damit wir hier ein bisschen Platz haben und auch das Holz haben. Setzlinge haben und so weiter. So,
Der Raum auch. Ja, ich muss das Inventar zuerst leeren. Das geht noch gar nicht. Ja. So, mal ein bisschen braten. Und noch mehr braten. Und Schmelzofen an drauf. Ha! Sofort ein paar Sachen reinlegen. So. Ja, er ist ein toller Kollege. Er hat noch ein bisschen eine falsche Farbe mit Skin. Wir werden eventuell so eine Art Piraten oder Barbaren. Ich wollte, dass wir die Bösen machen. Aua. Das macht weh in den Ohren. Oh, das ist böse. Dann halt nochmal so ein bisschen geringer. Ist unglaublich, wie Minecraft einfach einen Boost hat mit dem Sound. Und andere Sounds in Minecraft sind zu leise. Ein bisschen schade. Aber gut, es ist auch schwer, die Einstellungen auf toll zu machen. So, nur noch die Großen sind hier, den kann auch weg. Wir müssen Platz haben für das Haus. Wir machen so eine Art Stelzenhaus mit Glas unten in der Mitte. Also die Stelzen so ein bisschen da, aber ja, wir können auch 4x4 Stelzen machen, genau. Und mit dem Glas dazwischen. Ja, mal schauen, Fenster eher. Bin eher auf Fenster aus, weil die nicht so zwei, ja, so viereckig sind. Eher platt. Okay. Ah, das ist ein blöder Baum. Jetzt müssen wir wieder nach oben laufen. Wo kommt man am besten hoch? Oh, hier ist eine Schlucht, hä? Cool. Na gut, ich habe es gestern schon gesehen, aber wollte noch mal kurz vorbeikommen hier. Wir müssen irgendwie ja Leitern machen, hä? Machen wir doch kurz Leitern. Und dann schauen wir mal die Schlucht mal ein bisschen an. So. Da hat's Dicks. Kommt die aus den Ästen jetzt raus? Okay, eine Falschanzeige. Also das bauen wir ab, das brauchen wir nicht. Und
Ja, machen wir das Birkenholz. Das Fichtenholz zu Leitern. Also, ja, machen wir mal 31 von mir aus. Machen mal hier eine Leiter hin. Ja, es geht ja nicht so gut. So. Mach nicht nochmal einen Krieger, bitte. Oh, nicht nach hinten fallen. Oh Gott. Wenn man einfach so hüpft und dann nach hinten fällt im Flug. So haben wir alles. Oh, hier hat es viele Bäume, das ist nicht normal. Ja, ist halt ein mega Tigerwald. Ja, die müssen leider alles weg. Ja, und der Part geht leider auch schon langsam zu Ende. Ich wollte eigentlich jetzt noch kurz den Stollen anschauen. Ja gut, wir haben noch 9 Minuten. Also dann gehen wir kurz zum Stollen. Da unten ist der Creeper. Wie machen wir das jetzt? Wir gehen oben durch. Aua. Aua, ich sterbe bald, ey. Diese schlechten Airbags oder Aufprallschütze. Oh, das ist ein. Oh Gott. Okay. Eine Doppelschlucht? Lol. Cool. Ja. Könnten wir noch erkundschaften? Was ist denn hier? Nichts mehr. Ja, das Eisen. Ja, gut, nicht so gut. Sticks. So, lassen wir mal bei einem. Zu viel Eisen. Holz oder Stein? Stein. Sollen wir es wagen, hier runter zu gehen? Hier ist nichts mehr. Auch nix. Das ist nicht so gut. Aber ich hab's drauf. Gold. Ja, eigentlich sollte ich ja nicht meinen, weil wir hier in der Freebuild-Welt sind. Aber gut, oh, ein Stollen. Cool. Und wir haben jetzt einfach das GS. Das GS dürfte natürlich schon, ja, bebauen, also auch abbauen. Ich will zum Stollen. Wir gehen jetzt nochmal zum Stollen. Also hoch zum Stollen. Kann man da nicht so hoch? Wehe, ich werde runtergeschossen. Glaube, der wollte, dass ich ihm einen Tipp gebe zum Bauen. Lieber weg. Gehen wir mal hier hoch.
Oh. Zwei Kisten. Ein Krieger. Okay, ich denke, können noch ein bisschen weiter den Part machen, ein bisschen länger. Heute habe ich Zeit zum Hochladen. Ich hatte doch volles Leben. Skip Inventory an. Hä, hatte ich leeres Leben? Okay. Aber auch ein bisschen schwer hier. Ui. Okay, haben wir da noch etwas? Außer Creeper. Außer zwei Creeper. Ich muss das noch mal im Video anschauen. Aber eigentlich bin ich hier vorbereitet. Hat mich das Skelett so extrem geschädigt, Damage gemacht. Kann auch sein. Okay, eine weiße Spinne, cool. Albino! Ich muss ein bisschen besser nach unten schauen. Also mehr nach unten schauen. Okay, jetzt bin ich voll. Also mehr Eisen nehme ich dann das nächste Mal mit. Und gehen jetzt eigentlich nach oben. Weil wir haben jetzt sowieso keine Dinge mehr. Okay, ich lege die Sachen in die Kiste und so noch ein bisschen am Spawn und der Adventure Map weiterbauen. Und eventuell machen wir hier unten eine Weide. Also pflanzen hier auch irgendwo Nahrung an. Und einfach hier dann noch ein Hof. So, Dankeschön fürs Schauen. Morgen kommt der nächste Part. Tschüss.